Yo Leute und willkommen zu einer weiteren Aufnahme-Session von Minecraft, sogar Staffel Nummer 4. Heute nur mit dem Basti, weil Lukas ist irgendwie nicht da. Verschollen. Und deswegen ja, gucken wir einfach mal, wie das jetzt hier... Alter! Warte mal. So. Verschollen im Nirgendwo. Was wollen wir denn eigentlich machen? Dadurch, dass Lukas nicht da ist, kann man nicht wirklich viel an der Burg machen. Das ist irgendwie der einzige, der Plan von diesem Etwas hier hat. Von diesem Etwas. Ja, ist doch. Wow. Meine Frames spacken auch gerade ganz schön rum. Ich weiß nicht, was hier gerade los ist. Habe ich im Hintergrund so viel offen? Uhahaha. Guck, du bist ein Etwas. Du bist das größte Etwas ever! Wie viele? Ich habe 2000 RAM eigentlich. Gut. Nee, gut. Was? Ja, was machen keine wir? Ahnung, was wir machen können. Das ist eine sehr gute... Ich glaube, in die Burg selber könntest du ja immer noch hier reinbasteln. Ja, das ist klar. Das ist schon klar. Weißt du jetzt gerade... Ah, okay, cool. Ich hab sogar genau die Treppe erwischt. Du bist gut. Die Konstruktion, die irgendwie keinen Sinn ergibt, die er sich da hat, als irgendwie einfallen lassen. Kann man das irgendwie wieder... Ich hoffe mal, das lässt sich so jetzt deaktivieren. Aber Hauptsache, ich komme von hinten, von innen an die Kiste. Also, da ist eine Kiste? Ja. Wenn du hier runter gehst, hast du hier vorne die Kiste vom Hof. Na! Okay, wenn es... Ich weiß jetzt... Ey, du stehst mir im Blickfeld. Die Frage ist ja erstmal, muss man mal kurz gucken, konnte ich die... Nee, die Lava konnte ich nicht ausstellen. Jetzt ich glaube, die kannst du aber so... Ich hatte eigentlich den Hebel betätigt, aber wie es aussieht... Ich kann über dich auch gerade nicht gucken, wenn ich mal so schaue, weil du stehst ja auch leider mit drin, sonst hätte ich von außen jetzt gerade mal kurz gesehen, wie das denn aussieht. Warte, können wir noch ganz einfach machen. Ja, bleib du mal, geh du mal raus und ich guck mal eben über dich. Duck, duck. Duck. Duckididu. Autsch. Nein, die Lava. Das ist normal, ja, sehe ich schon. Ach, Lukas und kein Plan von der Konstruktion. Warte, haben wir aber sofort. Lappy ausgegangen. Genau. Was? Setz den Dirtblock da oben so hin, dass du vom Bett aus nicht mehr drankommst. Ja, das ist, so, die, jetzt Idee. Das ist aber. Die einzige Idee, stimmt. Die Leute fragen sich jetzt bestimmt so, wie du kannst sehen, was er macht. Ja, das kann ich. Also, ich habe die Möglichkeit zur Zeit dafür. Ich bin mich doppelt auf diesem Server eingeloggt. Das ist der Grund, warum ich gerade jetzt kein Tab drücken werde. Okay, also oben kann ich jetzt nicht nach. Der Dirt muss da drin bleiben, solange bis wir die Aufnahmesession beendet haben, weil... Sonst fließt ja andauernd immer weiter Lava. Ja, die Frage ist ja, wie das jetzt ist, wenn ich jetzt diesen Schalter betätige, ob sich da oben irgendwas verändert hat. Keine Ahnung, können wir aber gerade mal gucken. Warte. Ich habe jetzt den Schalter da oben, ich habe einen Schalter betätigt. Guck mal bitte kurz. Na, sie fließt normal, ne? Yep. Lukas und seine Konstruktion. Basti, du bist der Redstone-Künstler, du hast doch wohl eher Plan davon. Oh, jetzt darf ich die verkorksten Redstone-Schaltungen wieder untersuchen. Ich verstehe sowieso nicht, warum er vorhat, hier vorne Lava haben zu wollen. Ich verstehe es nicht. Dafür, ich weiß, da, okay. Naja. Genau, das stimmt. Dafür war der Schalter. Jetzt ist natürlich nur die Frage, wo er die Verbindung für den obere, für das obere gesetzt hat, ne? Ja, warte. Also hier kommt der Redstone rein. Repeater.
Hier sind Pistons, das heißt, hier wird auch die Lava rein und ja, raus. Dann musst du nur gucken jetzt, wie die Leitung da durchläuft. Warte mal, ich komm mal hier mit hin. Das heißt, hier sind das die Pistons, ja? Den darfst du nicht wegmachen. Das könnte Aua so geben. Hier führt die Leitung so, dann führt sie so. Oder hier ist der andere Pisten und führt die Leitung hier runter, da lang. Die müsste unten im Keller sein. Nö, die Leitung hört auch von hier auf gleich hier einfach auf. What? Was ist, warte, wenn wir hier da noch eine Redstone-Leitung hinsetzen? Was passiert dann? Ich schau mal kurz Redstone von außen, ja? Alter, wenn meine Frames nicht so gerne mal ein bisschen rumspacken würden. Warte, das hier ist ja die Schaltung für hier, ja, unten. Aber an sich... So ich würde es sein lassen, weil wenn du das im schlimmsten Fall, was du jetzt machst, ist, dass du das Ding kurz schließt damit und quasi immer, wenn du hier anmachst und das hochfährst, dass er oben die Lava auch rausdrückt. Ich verstehe Lukas seine Planung nicht so wirklich, wenn ich ehrlich bin. Ich verstehe sie nicht. Ich meine, das hieß im an sich Endeffekt, gibt das noch nicht mal Sinn, dass die Lava drin ist. Wir haben ja schon Lava draußen. Warum denn nochmal hier? Wo steckt der Sinn? Dass wir uns komplett verbarrikadieren mit Lava? Oder wie ich ist das? Warte, ich die Schaltung. Das Problem ist, wenn du jetzt hier Redstone hinlegen würdest, wir können das Ganze ja mal gerade machen. Gib mal, also schmeiß mir hier einen hin. Ja, ich such gerade mal, ob wir hier Redstone haben. Oh, Lukas! Der hat bestimmt das ganze Redstone im Inventar oder so. Oh, da ist er einmal nicht da und dann hast du hier gleich Probleme, ey. Das Problem ist auch, wir können jetzt mal nicht einfach sagen, komm, wir fahren mal gerade Redstone. Also, soweit ich weiß, ist nämlich die Mine da unten ziemlich ausgebrannt mit Redstone. Ich soll mir angeblich was gegeben haben. Glaube ich aber nicht. Das haben du die hast Leute gesehen, dass ich mit dem zweiten Account online bin. Du hast für Stevie was gegeben, aber ich mach das jetzt mal eh anders. Okay, Brücke existiert noch. Also soweit ich weiß, haben wir drüben, meine ich, noch in der Kiste Redstone. Wir haben ja die eine Kiste gar nicht mehr hier rüber geholt, oder? Ja. Nein, weiß ich jetzt nicht. So, whoop. What the fuck? What the fuck? Also rein in der Theorie müsste, wenn du die Sache so kurz schließt, beziehungsweise wenn die Sache so anschließt, müsste er so kurz schließt und wenn du den Schalter betätigst, müsste er die Pistons auch ausfahren. Kommst du mal kurz her? Weil das dann nämlich oder wo bist du gerade? Ach, du bist gerade auf dem Weg nach da hinten. Na gut, das ist nicht schlimm. Ich hab schon Redstone hergeholt. Ich wollte gerade sagen, das ist aber gescheatet. Ich will jetzt richtiges Redstone. Das ist nur halber Redstone, das ist Cheater Redstone. Das ist Cheater Redstone, dein Ernst? Ja, das ist Cheater Redstone. Aber nicht über Stevie YouTube. So. Das sag ich doch. Oh, warte ich. What? Wir haben noch einen ganzen Dia-Block? Da die Leute jetzt ja sowieso wissen, dass ich irgendwie wieder mein anderer Account heißt, hole ich den gleich mal ganz kurz aus dem Spectator raus, damit ich damit kurz was teste. Meinst du 74 Blöcke Redstone reichen? Warte mal kurz, ich teste mal gerade, ich guck gerade was. Jetzt müsste da offiziell Lava rausfließen, ne? Ja, die Lava fließt raus. Jetzt mache ich den Schalter wieder zu. Jetzt müsste eigentlich... Yes! Ist das so? Du hast es. Dieser fehlende Redstone, ja?
Okay, es gibt einen Nachteil. Und zwar, der Redstone ist gut da platziert. Das Problem ist aber, dass die Repeater für die unteren Blöcke genauso dann auch einfahren, wie oben die Blöcke für die Lava. Das heißt, wenn die Blöcke hier unten eingefahren sind, verbreitet sich direkt die Lava. Weil ja dann ja nicht mehr So, also ich habe jetzt mal alles hergeholt. Okay, warte, hier ist das Ding. Aber eigentlich dürfte hier unten nichts passieren. So, was ist, wenn ich jetzt nur mal aus Testerweise mache ich mal nur was? Nur ich hier. Ich will mal was nur hier wissen. Oben dürfte eigentlich gar keine Lava mehr drin sein. Da ist aber eine drin. So, was ist, wenn wir jetzt das so machen? Und zwar... Dann müsste aber eigentlich Pisten, müsste die Lava zurück... Nicht wundern, lass mal kurz so laufen, wie es ist, bitte kurz. Ich will was wissen, ob das mit dem sehr weit runtergesetzten Repeatern jetzt klappt, so wie es sein soll, oder nicht. Du stehst jetzt nicht draußen, ne? Ich stehe halb draußen, ja, halb drin. Ja, ich sehe es, deswegen... Okay, wenn ich jetzt das wieder einfahre... Nee, dann... Siehst du das Problem? Ja, die Blöcke sind eingefahren, jetzt... aber auch die unteren Blöcke sind direkt eingefahren. Und dann verteilt sich die Lava. Die einzige Möglichkeit ist, sehr viele Repeater dazwischen zu hauen. Nein, nicht das. Du müsstest nur... Wow. Du müsstest nur einen der beiden Schaltkreise müsstest du in eine Nichtschaltung setzen. Was meinst du? Weil es geht hier doch genau so nach dem Motto, entweder oder. Oben fliegt... Nee, du brauchst eine Unschaltung. Wenn hier oben das aufgeht und die Lava runterfließt, muss unten das auch aufgehen. Richtig, aber wenn du das zumachst und hier die Lava sich stoppt, fließt die ja ganz... Die fließt ja langsam runter. Und solange sollte unten eigentlich auch die Blöcke steht die Konstruktion sowieso nicht, Wieso fahren die Blöcke gerade nicht ein? Wieso verfahren die oberen Blöcke nicht ein und ziehen die Lava rein? So, weil ich glaube, den Schalter noch dafür kurz betätigen müsste. Moment. Ich verstehe die ganze Konstruktion nicht. Ja, jetzt sind die Schalter sind die da. Also sind die Pistons sind ausgefahren. Das heißt, hier müsste jetzt aufhören die Lava. Aber in dem gleichen Zeitraum müsste unten so lange die Blöcke gesetzt bleiben, bis die Lava da unten weg ist, weißt du? Ja, ich verstehe, was du meinst. Das ist es halt gerade. Wobei auf der anderen Seite, ich habe das gerade verschlossen. Hier. Also nicht wundern, dass hier jetzt gar keine Lava rausfließt. Das ist mir jetzt auch gerade Schnurz, ob jetzt Lava läuft oder nicht. Mir geht es nur halt grundsätzlich darum, dass... kann ich so machen, gut. Es hat keinen Sinn ergibt. Es muss grundsätzlich... Das hier unten muss länger halten, als das da oben. Dass so lange, wie die Lava fließt, also langsam aufhört zu fließen... Ist ja dann eigentlich darauf hinausläuft, dass erstens dann einfällt, wenn auch diese Lava weg ist. Das heißt, du müsstest so einstellen, dass das Redstone irgendwann erkennt, so, die Lava ist weg, jetzt fahre ich hoch. Aber ich glaube, diese Möglichkeit gibt es, glaube ich, so nicht. Bin mir gerade ehrlich gesagt auch unsicher, wo der Block... War der jetzt hier, oder? Warte. War der hier, oder ein... Ja, okay, da war da. Gut, das war die Tür für Lava. Also du verstehst, was ich meine. Es müsste eine Möglichkeit geben, dass das Redstone irgendwann merkt, dass Lava weg ist und sich dann sagt, so, jetzt fahre ich hoch. Ja, klar, ne. Warte, ich mach die hier mal gerade weg. Ja gut, dafür müssten wir im Zweifelsfall so lange rumexperimentieren, bis wir genau wissen, wie lange braucht die Lava, um da unten zu verschwinden. Lange. Und dann... Weil Java ist mit eines der langsamsten Sachen, die es gibt. Also jedenfalls in der Overworld. Im Never fließt es schnell.
Das ist ja, machen wir mal auf. Können wir mal gucken. Bei dem entsprechend müssen wir halt unten... Dann mach ich mir mal kurz einen Weg hier rein. Warte mal eben. Machen wir hier. Oh, geht hier nicht. Wir müssten dann ja unten rein theoretisch die... So, ich habe hier mal kurz einen Weg reingemacht, damit wir irgendwie... So, soll ich ausmachen, damit du gucken kannst, wie lange das dauert? Genau, warte, mach. Und betätigt. Ach, geil. Jetzt habe ich den Chopper noch gar nicht mal an. Das baut sich aber viel zu... Langsam ab, die Blöcke unten... Ich habe eigentlich unten schon die Repeater langsam gezogen, aber die fahren sich trotzdem sehr schnell noch ein. Nein, das Problem ist einfach, dass die Lava an sich... Ja, das sind mit Sicherheit jetzt 10 Sekunden, die das braucht bis da unten. So, willst du noch mal einen kurzen Timer setzen? Warte, das fließt hier rein. Ich mach mal. Nee, die Frage ist gerade eher... ja, sorry Leute, ich gehe jetzt gerade mal in den Game-Mode, weil... Kein Bock, das zu erklären. Also kein Bock, das Ganze jetzt mit Mats nachzubauen. Blub, wo haben wir sie jetzt... Das Problem ist, wir brauchen unten so viel Platz, dass wir im Endeffekt die Repeater so hinsetzen können, dass wir die so einsetzen. Das ist ein Tick, eine Sekunde. Also das ist ungefähr eine Sekunde länger pro Repeater. Das heißt, du müsstest 10 Repeater da unten irgendwie so hinbringen, dass das hinhaut. Ja, mit der Verzögerung. Das heißt, du musst sehr viel unten, sagen wir mal, wenn du hier die Schaltung hast, musst du das ja halbwegs hier so lange so komplett durchführen, damit diese Blöcke sich verschieben. Du müsstest unten komplett so weit krass ausbauen, dass es dann erst darauf reagiert. Und an jedem Pisten hängt selber ja auch nochmal ein Repeater dran, was ja auch klar ist. Es geht zwar auch ohne, aber an jedem Pisten selber hängt ja auch nochmal ein Repeater dran. Gut, warum er den Repeater gesetzt hat, ist mir jetzt irgendwie... Beim Endeffekt ist das es. Das war früher so, anders konntest du. Früher konntest du Pistons nicht anders betätigen. Du kannst sie seit neuestem auch jetzt ohne Redstone machen, das ist richtig. Aber vielleicht können wir dadurch ja auch nochmal einen Tick ranholen. Für jeden Piston, wenn wir jetzt da vielleicht noch Repeater dran setzen. Könnte es ja die Möglichkeit geben, dass wir dadurch auch nochmal so einen Sekundentick rausholen. Eventuell, also weißt hier, du? Warte, also hier ich komm mal rein, warte mal. Ah, oh, warte mal, ich zieh das jetzt mal gerade wieder alles hier runter. Bist du hier zwischen irgendwo? Ja, hier bist du. Ja, ja. Also hier dran können wir nichts ändern, weil das ist nämlich im Endeffekt da. Das ist ja okay von der Geschwindigkeit. Das reicht ja. Hier oben solltest du wobei, ja nichts ändern. Warte mal, wieso hat er das denn gemacht? Warte, er führt das hier hoch. Ja, er führt das hier hoch, damit... Er hat das dieser Pisten hier aktiviert, hat sich hier langgezogen, damit dieser Pisten sich hier aktiviert. Warum macht er das so? Er hätte sich das viel einfacher machen können. Ja, aber es kann ja sein, dass er nicht unbedingt so viel Plan von Redstone hat, so wie ich. Warte, ich teste mal gerade, was kann man gerade mit raus? Ich bin auf dem Weg, warte. Warte mal, Schalter. Wo bist du? Erstes. Ach, du meinst so zum Runterführen mit Fackeln. Es wäre auf jeden Fall Platz sparen, aber wenn du anmachst, müsstest du halt... Dadurch kriegst du ja diese besondere Schaltung mit dem Hochziehen hin, wenn du den Schalter betätigst, dass dann die anderen beiden aktiv sind. Ja. Es würde auch, glaube ich, wenn ich das jetzt so gucke, von der Ebene her würde das sogar passen. Ja gut, so hätten wir ja wenigstens schon mal diese Runter-Hoch-Bewegungssache ja schon mal an. Das ist ja schon mal ein Vorteil. Mir geht's dringend darum, dass er hat die Idee gut gesetzt. Das Problem ist nur leider, er hat die Geschwindigkeit der Lava auch nicht eingeplant. Nein, die Sache ist jetzt gerade nur, mir ging's gerade einfach nur darum, guck mal, das sind ja 1, 2, 3, 4, 6, 8 Blöcke. So, das heißt, ja, ich fliege rum, ich weiß. Ist doch nicht schlimm. Das hieße, 8 Blöcke wären hier genau nach da oben an die Kante. Weil, wenn du das hier weiterführst, wärst du genau an den Pistons, wenn ich das richtig sehe.
Genau, wärst genau auf der Ebene der Pistons.